Danke, danke. Ja, hallo. Und Entschuldigung für die kleine Verspätung. Thema Fragen, wenn es euch total unter den Nägeln brennt und ihr es nicht schafft, eure Fragen auf die vor euch liegenden Zettel irgendwie aufzuschreiben, um sie euch zu merken, dann könnt ihr sie auch gerne reinrufen. Aber ansonsten, nach meiner Erfahrung ist es ein sehr heißes Thema, bei dem die Leute gerne diskutieren, und dann machen wir das doch am besten am Ende alle zusammen. Ja, in diesem Sinne nochmal hallo und herzlich willkommen. Ich bin Benjamin. Habe auch den praktischen Twitter-Handle Benjamin. Wenn ihr also über mich lästern wollt, dann könnt ihr das gerne öffentlich tun. Ich bin freiberuflich unter dem Namen Monika CTO Coffee. Da veröffentliche ich auch einen Podcast zu so Themen wie heute. Ich gehöre außerdem zu dem With Humans Collective. Ist noch ziemlich frisch, ihr werdet nicht viel dafür zu finden, aber wenn es euch interessiert, was dahinter steckt, dann sprecht mich einfach mal darauf an. Und eines meiner weiteren Hobbys, Steckenpferde, Leidenschaften ist Live-Coding, Live-Coding-Fra, Meetup in Frankfurt. Wir haben übernächste Woche ein richtig cooles Event, bei dem es um Live-Coding im Sinne von Musik machen mit Code geht. Wenn euch das interessiert, dann sprecht mich auch an. Da kann ich sehr lange, sehr, sehr viel Spaß damit haben, sagen wir es so. Genau, ansonsten Klassiker, Vortrag, wer kennt das nicht? Alle mal Hände hoch, wer hat einen Manager oder eine Managerin? Niemand, cool. Passt. wer ist Manager oder Managerin? Interesting. und wer hat denn schon mal darüber nachgedacht, so sich mit dem Thema Management näher zu beschäftigen, also sprich selbst einer oder eine zu werden? Und wer hat jetzt noch gar nicht die Hand gehoben? Die Mehrheit. Naja, nicht fast. Ist einfach so ein ganz, ganz interessantes mal zu sehen. Ansonsten könnt ihr jetzt genau diese Zettel in die Hand nehmen, die ich gerade verteilt habe, die großen, riesigen Karteikarten, und schreibt doch mal für euch, wirklich nur für euch, das wird nachher nirgendwo an irgendeine Wand gehängt, zumindest von mir aus nicht, und wir müssen auch nicht drüber reden, was denn eure aktuelle Challenge, eure aktuelle Herausforderung mit eurem Manager, eurer Managerin oder mit eurem Team ist. Was funktioniert gerade nicht so cool, was könnte irgendwie besser laufen. Nehmt euch dafür ruhig mal einen Moment, und in der Zeit gehe ich kurz aus dem Bild. Und hole etwas nach. Nicht lesen. Ja, eben. Okay. Wie gesagt, das ist nur für euch. Erstmal legt es zur Seite, dreht es um, zerknüllt es sofort, was auch immer ihr damit tun wollt. Ich werde euch trotzdem später nochmal kurz drauf eingehen. Ja, Engineering Management for Everyone. Was heißt das überhaupt? Oder was heißt denn eigentlich Engineering Management? Und
ja, wenn ihr das mal irgendwie googelt oder sonst irgendwie, dann findet man viel und doch irgendwie wieder wenig, weil, ja, was ist es denn überhaupt? Die für mich bisher beste Definition oder ja, das beste Umreißen, was ich bisher gefunden habe, ist noch gar nicht so lange her, ist von Ian Noland. Da unten ist der Link für die, die es später mal nachschauen wollen. Der teilt es sozusagen in diese 7 Gebiete auf. Was die alle einzelnen jetzt im Detail bedeuten, gehen wir jetzt erstmal nicht drauf ein. Mir geht es nicht um eine Definition von Engineering Management, aber damit ihr das mal irgendwie so grob gehört habt, es geht eben nicht nur um, es geht auch um People, um Products, aber auch natürlich um den Kontext, um die Company, in der man sich bewegt. Und aber trotzdem, gerade in so einem Umfeld hier, Cyber Media, agil und so, ist, glaube ich, ja, würden vielleicht viele Leute irgendwie fragen, so von wegen, ja, brauchen wir das überhaupt? Ist das nicht irgendwie eher so ein Overhead oder eben ein Hindernis? Da fand ich irgendwie das Bild dann irgendwie so ganz passend, ja, entscheide dich mal, was ist es denn jetzt? Behindert es dich oder ist es irgendwie unnötig oder ist es vielleicht doch beides, hast du 2 Finger, um beide Knöpfe zu drücken? Aber gleichzeitig finde ich es so, dass so ein bisschen die falsche Sicht auf dieses Thema ist, nämlich, weil es ja irgendwie auch so mit, keine Ahnung, Softwareentwicklung ist auch schwer, oder? Ist irgendwie auch nicht so leicht und manche Sachen in der Softwareentwicklung würde man vielleicht auch als Overhead bezeichnen und trotzdem werfen wir das nicht irgendwie über Bord komplett und sagen so von mir, na gut, dann lassen wir es halt. Von daher, aus meiner Sicht ist diese Lösung, um mit Engineering Management irgendwie umzugehen, ist nicht es über Bord zu werfen und zu sagen, hör, brauchen wir nicht, alles selbst organisiert, alles cool, sondern ist besser zu werden darin, also es sozusagen zu verstehen und es natürlich auch in ja, die entsprechenden Zeiten und den Kontext anzupassen und ja, wie gesagt, besser darin zu werden. Ja, und trotzdem kannst du immer noch fragen, so von wegen, naja, warum sollte ich mich damit wirklich auseinandersetzen? Weil, ja, ich kann doch auch irgendwie selbstorganisiert, kann ich doch auch diese ganzen 7 Bereiche, die ich da eben gerade gezeigt habe, irgendwie abdecken und kann sagen, brauche ich alles nicht, das können die Teams alles irgendwie selbst auf die Reihe kriegen und sich eben, ja, wie gesagt, selbst organisieren. Und dann packe ich immer am liebsten das da aus. Wer von euch hat schon mal von Tyranny of Structurelessness gehört? Cool. Dann hoffe ich jetzt ein paar Minds zu blown. Und lese mal kurz vor. To strive for a structureless group is as useful and as deceptive as to aim as an objective news story. The idea becomes a smokescreen for the strong or the lucky to establish unquestioned hegemony over meritocracy. Ich hab's immer noch nicht gefixt. Meritocracy is a lie you tell yourself and others to keep yourself from thinking about your own privilege. Tyranny of Structurelessness ist ein Aufsatz aus den 70ern von einer Aktivistin aus dem Bereich feministischen Aktivistin, die sozusagen sich angeschaut hat, jede Menge strukturlose Gruppen, die damals irgendwie auch sehr, sehr hip waren und sehr, sehr gefragt waren. Und dann haben die Leute irgendwann auch so gemerkt, so von wegen, naja, es gibt einfach nicht etwas Strukturloses. Sobald es ist eine Lüge, die man sich sozusagen erzählt, um so zu tun, als würden irgendwie ganz bestimmte Gruppen die man sich erzählt, um zu verstecken, dass eigentlich ganz bestimmte Gruppen, nämlich meistens die mit dem größten Privileg, als ob die nicht an der Macht wären oder als ob die nicht die eigentlichen wären, die Gruppe kontrollieren. Dieses Meritocracy is a lie ist, also das bringt es eigentlich auf den Punkt, also die Meritokratie, so von wegen die Herrschaft derjenigen, die am meisten Leistung tragen, ist eine Lüge, funktioniert einfach nicht. Also wenn du daran glaubst, Meritocracy gibt's und sollten doch bitte diejenigen, die irgendwie den besten Code schreiben können, auch die alle Entscheidungen treffen, dann ja, sorry, ihr belügt euch selbst, wenn ihr das glaubt. Ich hoffe, niemand in diesem Raum tut es. You can fight me on this, wenn ihr wollt, nachher. Was ich in dem Zusammenhang aber nochmal wichtig finde, ist,
ich habe nicht über Hierarchie gesprochen, sondern über Struktur, beziehungsweise das Paper spricht über Struktur. Also, weil viele Leute im Management immer gleich mit Hierarchie gleichsetzen. Und ich finde es aber eher wichtig, dass es ein strukturgebendes Element ist. Weil, was ist denn Struktur? Struktur ist, ja, festgeschriebenes, gelerntes. Eine Struktur ist zum Beispiel, ich deploye nicht am Freitag, weil freitags deployen kann wehtun. Das ist zwar jetzt irgendwie vielleicht nicht so das optimale Beispiel für, was ist denn eigentlich Struktur? Struktur könnte natürlich auch sein, naja, wir setzen uns jede Woche mal zusammen und sprechen darüber, was wir die nächste Woche tun wollen, Thema Planning. Das ist zum Beispiel eine Struktur, die vorgegeben sein kann oder die wir uns vielleicht auch in der Selbstorganisation irgendwie selbst geben. Und in diesem Sinne ist Struktur auch dann eben ja, Klarheit von Verantwortung. Also wer trägt denn welche Verantwortung für welche Themen oder für welche Dinge? Und natürlich auch, das ist besonders in Bezug auf Meritocracy dann eben wichtig, ja, Transparenz der Regeln eigentlich, die in einem System, also in einem Team oder in einer Organisation herrschen. Was muss ich denn tun, um X zu erreichen? Was darf ich tun? Wenn diese Regeln transparent sind, dann hilft es schon mal sehr dabei, nicht in eine Meritokratie zu verfallen. Und Management ist in diesem Sinne aus meiner Sicht dazu da, um eben Struktur sicherzustellen und natürlich irgendwie eine sinnvolle Struktur oder eine Menge an Strukturen sicherzustellen. Das ist aus meiner Sicht so die sehr, sehr abstrakte, aber irgendwie die Definition, mit der ich sozusagen am liebsten arbeite, was denn eigentlich Management ist. So viel zum Thema, warum eigentlich Management, warum brauchen wir das, warum können wir das nicht irgendwie komplett über Bord werfen, warum sollten wir es vielleicht nicht komplett über Bord werfen. Und trotzdem ist Management ja irgendwie riesig groß und dann kann ich natürlich auch nicht über alles darin reden, da in dem Themenbereich reden, sondern ich werde jetzt in den nächsten paar Minuten nur darüber reden, wie solltet ihr sozusagen oder was hilft euch dabei, mit eurem Manager, eurer Managerin zu interagieren? Und andersrum, wenn ihr Manager, Managerin seid, wie könnt ihr mit eurem Team besser zusammenarbeiten? Und in dem Sinne, wenn man irgendwie Engineering Management als bestehend aus diesen drei Bereichen irgendwie nochmal sieht, ist nochmal ein anderes Modell als das, was ich vorhin gezeichnet habe, ein bisschen kleineres sogar, dann geht's jetzt, werde ich mich nur hier um diesen Part kümmern, also um People, Process und Culture, nicht um wie setze ich irgendwie Technical Direction oder wie stelle ich irgendwie sicher, wirklich nur das richtige Produkt zu bauen, sondern nur um den People-Part. Und in dem Sinne fangen wir jetzt an. Interactive with the Manager, also wie kann ich am besten mit meinem Manager umgehen, meiner Managerin, und die absolut wichtigste Regel dabei. Habt ihr eine Idee? Wow. Hast du abgeguckt? Ja, genau. Sei kein Darf ich das hier sagen? Aber ja, also sei nett. Und zwar zu allen. Also, wobei sei nett trifft es natürlich irgendwie nicht so gut wie das, was da steht, aber ich lese es jetzt trotzdem nicht vor. Und zwar zu allen, also sowohl zu Kollegen, Kolleginnen, als auch zu deinem Manager, als auch zu allen anderen in der Firma, weil das ist auf ganz vielen Ebenen ganz wichtig. Nicht nur, um deinem Manager, deiner Managerin irgendwie nicht unnötig Arbeit zu machen, weil sich darum kümmern muss, dass du irgendwie nicht so nett warst. Bis hin zu, dass man dann einfacher zusammenarbeiten kann. Aber ja, wenn wir dann darüber hinweggehen sozusagen, erste Regel sollte eigentlich irgendwie klar sein, dann kommen wir dazu, dass Kommunikation natürlich total wichtig ist. Und zwar klar kommunizieren, wie auch sonst. Irgendwie unklar kommunizieren macht irgendwie keinen Sinn. Aber trotzdem, aus meiner Erfahrung ist für Manager
am Managerinnen am wichtigsten, ja, also Thema Status-Updates, wie steht man denn da und so weiter und so fort. Und diese Themen sind meistens immer kontextabhängig, also dass man sich auf den Manager, die Managerin, auf die Person einlässt und darauf achtet, in welcher Situation ist die Person denn jetzt gerade, was will sie denn vielleicht jetzt gerade wissen. Vielleicht will sie nicht irgendwie bis ins kleinste Detail runtergebrochen wissen, warum jetzt irgendwie die Aufgabe, keine Ahnung, eine Stunde länger gedauert hat, weil ich irgendwie nochmal Java updaten musste oder keine Ahnung was. Sondern das Ganze irgendwie so runtergebrochen, was hat es denn für Auswirkungen? Also passt alles noch so, wie wir es irgendwie beim letzten Mal besprochen hatten? Oder gab es Veränderungen dazu? Also das Status-Update sozusagen verständlich und auf eine sinnvolle Art und Weise kommuniziert werden, das ist aus meiner Erfahrung irgendwie sehr, sehr wichtig für Manager. Ein zweiter Part ist ja Verantwortung zu übernehmen. Also das kommt für die, ich sag mal, agilen Leute wahrscheinlich irgendwie nicht besonders neu vor, aber so dieses Thema, ich sehe ein Problem und mache mir idealerweise irgendwie auch schon so ein bisschen Gedanken darüber, wie man es lösen könnte. Natürlich gibt es auch Probleme, die man nicht lösen kann. Also es ist nicht so dieses von wegen, komm nur mit Lösungen zu mir und nicht mit Problemen, das meine ich damit nicht, sondern man selbst ist ja meistens also Experte in seinem Gebiet, sei es jetzt irgendwie in dem System, wo man Software entwickelt oder eine Software, die man betreibt oder in dem Projekt, was man managt oder wie auch immer. Und dann dafür dann eben auch die Verantwortung zu übernehmen und immer das große Bild, das große Ganze im Kopf zu behalten und ja, darin Verantwortung zu übernehmen, ist meistens sehr, sehr wichtig und sehr hilfreich für Manager und sie werden es euch danken, Managerin. Und dazu gehört aber auch, Verantwortung für euch selbst zu übernehmen, nicht nur für eure Arbeit, im Sinne von, okay, ich entwickle meine Arbeit irgendwie weiter und kümmere mich auch um das Projekt, das Produkt irgendwie besser wird und mache mir da meine Gedanken zu und komme da mit Vorschlägen, sondern eben auch sich über sich selbst Gedanken zu machen. Was will ich denn eigentlich? Wie will ich mich weiterentwickeln? Was ist mir wichtig? Ist mir wichtig, mich nur in der Technik zu bewegen? Ist mir wichtig, irgendwie auf Fortbildungen zu gehen? Ist mir wichtig, mit bestimmten Leuten in einem Raum zu sitzen? Ist mir wichtig, irgendwie super flexibel mit meiner Arbeitszeit zu sein oder was weiß ich? Also alles Mögliche. Was ist euch denn wichtig? Womit kann man euch happy machen? Und genauso dann sozusagen den Umkehrschluss davon, dann eben auch zu sagen, wenn ihr eben nicht happy seid. Also diese Information, dieses Feedback an eure Manager ist meistens sehr, sehr wichtig und hilfreich, weil ja, man kann halt doch nicht immer alles irgendwie von den Lippen ablesen oder man hat einfach einen anderen Kontext und übersieht deswegen manche Dinge. Und da eben ja, Verantwortung in diesem Sinne dann zu übernehmen und eben zu sagen, hey, ich will eigentlich das und jetzt ist es aber gerade so, können wir irgendwie daran arbeiten, dass es sich ändert. Wenn ihr das macht, dann macht ihr eurem Manager, Managerin wahrscheinlich schon mal ein bisschen happier, als sie es oder er es vorher war. Genau. Und im selben Atemzug solltet ihr ja, realistisch mit euch selbst sein und nicht sozusagen auch die Grenzen der Möglichkeiten und die Grenzen der Möglichkeiten eurer Manager in Betracht ziehen. Und eben, also sie sind eben nicht dafür da, euch jeden Wunsch von den Augen abzulesen und euch den dritten Ping-Pong-Table hinzustellen oder euch das dritte Jahr in Folge irgendwie die 10% Gehaltserhöhung zu geben oder whatever, sondern die haben auch innerhalb gewisser Grenzen zu arbeiten, müssen innerhalb gewisser Grenzen operieren und können auch nicht alles möglich machen und sind vor allen Dingen halt eben auch nicht nur dafür verantwortlich, euch happy zu machen, euch irgendwie schön zu pampern und dafür zu sorgen, dass ihr jeden Abend mit einem Lächeln einschlafen könnt. Das ist nicht der Job von euren Managern.
Die drei Sachen sind aus meiner Sicht eigentlich schon das Wichtigste, wenn ihr die im, ich sag mal, im Griff habt. Also klar zu kommunizieren, besonders beim Thema Status-Updates und kontextabhängig mit euren Managern zu kommunizieren. Wenn ihr Verantwortung für euch selbst und für eure Arbeit übernehmt und nicht nur so von wegen, ja, gib mir halt was und dann mache ich's. Und wenn ihr realistisch seid und auch die Grenzen von euren Managern und deren Fähigkeiten und Möglichkeiten und Verantwortlichkeiten in Betracht zieht, dann ja, seid ihr schon auf einem ziemlich guten Weg, sehr gut mit eurem Manager, eurer Managerin zusammenzuarbeiten. Dazu kommen noch so ein paar aus meiner Sicht so, ich sag mal, Advanced-Themen, die schon so im Bereich von, wenn wir so Worte wie Senior und Junior oder wie gebrauchen wollen, so im Bereich von Senior-Leuten liegt. Und das eine ist, sei kein Held. Also sei nicht derjenige, der, wenn ihr in Urlaub geht, das alles zusammenbricht oder alle irgendwie nur noch halb so schnell arbeiten können, weil ihr halt die Einzigen seid, die ein bestimmtes System kennen oder und die Art und Weise, da rauszukommen, also ja, die Einzigen, die immer nur in irgendeinem Feuerwehrmodus sind. Und der Weg, da rauszukommen, ist natürlich, Dokumentation zu haben, sie zu pflegen, überhaupt daran zu denken, dass es sowas geben sollte, dafür zu sorgen, dass vielleicht andere welche schreiben. Oder um es nochmal ein bisschen anders zu sagen, die sicherzustellen, dass wenn ihr in Urlaub geht, dass alle anderen wissen oder zumindest ein paar andere Leute wissen, wie es weitergeht ohne euch. Wenn ihr das könnt, dann seid ihr schon ein bisschen weiter auf dem Weg, richtig toll mit eurem Manager, Managerin zu arbeiten. Das andere ist, nicht irgendwie der Alpha-Geek zu sein, also zu sagen irgendwie, ich bin der Einzige, der richtig tolle technische Entscheidungen treffen kann und ich bin derjenige, der am besten Bescheid weiß und weil ich habe schon so viele Systeme geschrieben und ihr alle anderen wisst gar nichts und deswegen muss ich das jetzt machen. Dann anzuerkennen oder was darin auch so ein bisschen drinsteckt, anzuerkennen, dass mehr Faktoren in die ein oder andere Entscheidung mit reinspielen als Technik. Also vielleicht ist Kubernetes das total geilste Tool für euer Problem jetzt gerade, aber vielleicht gibt es noch andere Gründe, weshalb das nicht die beste Lösung für euer Problem ist. Und das auch anzuerkennen und zuzuhören, wenn andere Leute es euch sagen und nicht so von wegen, aber es ist doch das Beste. So, best tool for the job. Vielleicht, aber es gibt halt noch mehr Aspekte als die technischen. Und dann letzten Endes auch ab und zu mal andere Leute den coolen Scheiß machen. Ups, jetzt habe ich es gesagt. Den coolen Scheiß machen lassen. Und an auch mal andere Leute sozusagen dazu befähigen, in die Lage zu versetzen, coole Sachen zu machen, damit sie auch wachsen können, genauso wie ihr irgendwann früher mal gewachsen seid und es jetzt auf eine andere Art und Weise tut. Und was für mich da so ein bisschen mit reinspielt, ist dann eben, oder worauf das so ein bisschen hinausläuft, so die Sachen, die ich gerade gesagt habe, vor allen Dingen das Letzte, ist im Prinzip sowas wie ein Tech-Lead zu sein. Also ihr müsst nicht diesen Titel haben, ihr müsst nicht diese Funktion als solche haben, aber ich sag mal, die Aufgaben eines Tech-Leads, die aus meiner Sicht dann eben die drei da sind, die da stehen, Systems Architect, Project Planner und Developer, die auch mit zu übernehmen. Nicht immer in vollem Umfang, aber zumindest daran zu denken, naja, es gibt vielleicht noch mehr als nur die eigentliche Entwicklung. Vielleicht ist es auch mal ganz cool und ganz hilfreich, wenn ich Input in den Projektplan gebe und konkret sagen kann mich vielleicht auch mal darauf festnageln lasse, wie lange dauert denn etwas oder dabei helfe, Risiko zu minimieren, indem ich halt von vornherein als in einer Rolle als sowas wie Systems Architect darüber nachdenke, diese Änderungen, was beeinflusst die oder was wird denn, was spielt denn alles in diese Änderungen mit hinein? Welche Systeme sind betroffen, welche Systeme sind irgendwie High Risk oder welcher Aspekt der Änderung ist irgendwie High Risk.
alle die Sachen mal mit zu durchdenken und nicht einfach nur so, ja, sag mir doch, gib mir mein Ticket, was soll ich irgendwie abarbeiten? Daran zu arbeiten, dass da auch diese Rollen, diese Aufgaben zu übernehmen, wie gesagt, auch wenn ihr nicht offiziell Tech-Lead seid, ist sehr hilfreich für die Zusammenarbeit mit eurem Manager, Managerin. Und dann noch letzter Teil, Klassiker, Leadership, also als Beispiel vorangehen, also dass ihr euch so verhaltet, viel spezifischer kriege ich es nicht hin, aber sorry, dass ihr euch so verhaltet, dass andere Leute sozusagen, dass es anderen Leuten leicht fällt, euer Verhalten nachzuahmen. Also fängt meistens damit an, dass man eben Entscheidungen bewusst trifft und nicht einfach so, Kubernetes ist irgendwie cool, oder? Sagen doch alle gerade. Sondern wirklich die Entscheidungen für sowas wie eine bestimmte Technologie oder für ein bestimmtes Vorgehen eben bewusst zu treffen und zu schauen, was ist denn der Kontext? Was sind all diese Einflussfaktoren? Und was ist das für uns Passendste jetzt in diesem Kontext? Und dann fällt es meistens dann schon ein bisschen leichter für andere, euch nachzuahmen und zu sagen, ja, stimmt, das hat doch geholfen, das war gut für uns, vielleicht sollten wir mehr und häufiger in diese Richtung arbeiten oder auf diese Art und Weise. Und natürlich Mentoring. So viel zum Thema, was könnt ihr als normale Leute, die einen Manager, eine Managerin haben, tun, um besser mit euren Managern, Managerinnen zu arbeiten. Nachher kommt noch eine Zusammenfassung, keine Angst. Und zweiter Teil ist dann natürlich auch, hat schon im Prinzip gesagt, wenn ihr Manager oder eine Managerin seid, wie könnt ihr besser mit eurem Team arbeiten? Und auch da natürlich wieder die Frage, was ist die erste Regel? Genau. Es gilt natürlich auch in der Richtung auf jeden Fall ganz, ganz genauso. Also nicht, ja, nett zu sein. Zu allen. Ansonsten, aus meiner Sicht, das absolut Wichtige, was ihr tun könnt, tun solltet, wenn ihr ein Manager, Managerin seid, ist regelmäßige One-on-Ones mit euren Leuten zu haben. Weil letzten Endes alles, was ihr tut, und damit meine ich wirklich alles, jeder Aspekt von eurer Arbeit wird von Vertrauen beeinflusst. Welches Vertrauen habe ich zu meinen Teammitgliedern, zu meinen Kollegen, zu meinem Manager? Und die effektivste Art und Weise, um Vertrauen aufzubauen, aus meiner Sicht, ist One-on-Ones. Also was ich hier natürlich damit meine, ist so dieses klassische Manager und Managed Person machen regelmäßig oder haben einen regelmäßigen Termin in ihrem Kalender stehen oder sowas und treffen sich irgendwie alle 2 Wochen, alle 4 Wochen, wann auch immer, für eine halbe Stunde, eine Stunde und haben ein 4-Augen-Gespräch. Wie man die führt, gibt es ganz viel hilfreiche Literatur, sage ich auch später nochmal dazu. Aber letzten Endes, also das ist sozusagen das klassische One-on-One zwischen Manager und Managed Person. Aber es gibt natürlich dann auch noch sowas wie Peer-One-on-Ones, also dass ich halt eben auch mit meinen Kollegen ab und zu mich mal unter 4 Augen treffe oder mich einfach mal unterhalte, um mal herauszufinden, naja, wie bist du eigentlich so drauf? Also was machst du eigentlich so nach der Arbeit oder was ist dir ansonsten noch wichtig? Das heißt nicht, dass man irgendwie beste Freunde sein muss oder jedes kleine Detail des Lebens des anderen irgendwie kennen und auswendig wissen muss und so weiter oder so, sondern einfach die Leute auch als Person zu kennen eben, um halt wirklich
Vertrauen zu haben, eine vertrauensvolle Beziehung, dass, falls es wirklich irgendwann mal nicht gut funktioniert, sei es irgendwie, dass eine schwierige technische Entscheidung getroffen werden muss oder ein Projekt irgendwie in einer schwierigen Phase ist oder so, wenn ich dann auf Kollegen und Kolleginnen mit zurückgreifen kann, zu denen ich eine gute Beziehung habe, dann habe ich schon mal viel besseren Ausgangspunkt. Was aus meiner Sicht auch noch wichtig ist für eine wichtige Aufgabe von Engineering Management, eine wichtige Praxis, ist Karriere. Im Deutschen klingt diese Karriere immer so komisch, aber im Englischen ist Career Growth. Also den Leuten eine Perspektive zu bieten, beziehungsweise den Leuten dabei zu helfen, eine Perspektive für sich zu entdecken oder sich für eine zu entscheiden, ihnen eine anzubieten und ihnen eben zu zeigen, naja, was könntest du denn tun, wenn du besser werden willst, wenn du sowohl technisch besser werden willst, willst du dich in Richtung Management weiterentwickeln, willst du weiterhin im technischen Bereich bleiben, aber da mehr Impact haben, was gibt es da alles, was du tun kannst? Und dazu gehört natürlich, in manchen größeren, klassischeren Unternehmen heißt Karriere dann nämlich eben auch ganz schnell irgendwie immer nur, naja, du musst halt Manager werden oder so. Und das sollte heutzutage dann eigentlich nicht mehr so sein. Also den Leuten dann schon auch die Perspektiven zu bieten, die auch zu ihnen passen. Und ja, manche Leute wollen halt nicht Manager sein, sondern wollen weiterhin technisch arbeiten und wie gesagt mehr Impact haben. Und für die Leute halt auch was bereit zu halten und zur Verfügung zu stellen. Das ist meiner Sicht irgendwie auch wichtig. Und dann natürlich auf diesem Weg nicht nur den Weg aufzeigen und dann sagen so, hier, bitteschön, geh mal. Sondern auf dem Weg dann eben auch Unterstützung anzubieten, Unterstützung parat zu haben. Und auch Sponsorship, die Leute nicht nur mit netten Worten unterstützen und sagen so von wegen, ja, dann probier's halt mal so oder dann geht halt mal rechts rum und statt links rum oder so, sondern die Leute wirklich aktiv dabei zu unterstützen, zu wachsen und ihnen auch mal ein gutes Wort sozusagen für sie einzulegen oder sogar ein bisschen mehr als ein gutes Wort dafür einzulegen und mit ihnen in einem, Beförderungskomitee, wenn es sowas gibt in eurer Firma oder in eurem, dann da wirklich für sie einzutreten und sie zu sponsern sozusagen. Das gehört auch dazu. Ein weiterer Punkt, was da in allen so ein bisschen oder in den beiden vorherigen so teilweise eigentlich auch drinsteckt, ist eben Feedback zu geben. Also, und ja, timely, also in einem sinnvollen zeitlichen Rahmen, also nicht einfach nur vor einem halben Jahr, also dieser klassische Performance Review Rahmen, vor einem halben Jahr hast du irgendwie in dem Projekt nicht so richtig toll und deswegen kannst du jetzt nicht befördert werden oder sonst irgendwas, das ist natürlich irgendwie nicht besonders sinnvoll. Also es sollte zeitlich nah an dem, wann es eigentlich passiert ist, sein, es sollte actionable sein, also ich empfehle dir X und Y irgendwie anders zu tun und es sollte vor allen Dingen regelmäßig sein, also wie gesagt nicht alle halbe Jahr, sondern dafür eignet sich zum Beispiel auch so ein One-on-One, dass man da eben Feedback gibt und sagt, guck mal hier, letzte Woche im Planning-Meeting hast du irgendwie das und das gesagt und da sind wir schon hierbei, also im Planning-Meeting hast du irgendwie gesagt, wir haben ja das eine Projekt haben wir ja total an die Wand gefahren und also das eigentliche Verhalten beschreiben und dann nicht sagen irgendwie, das war aber total kacke, dass du das gesagt hast, sondern den Impact des Verhaltens klar machen und versuchen rüberzubringen. Also weil du das gesagt hast, in dieser Situation hat sich diese Person irgendwie vielleicht nicht so gut gefühlt und dann haben wir die erste Regel schon gebrochen. Und den Leuten halt den Impact klar zu machen. Was an der Art und Weise des Feedbacks auch ganz nett ist, ist, dass man dadurch in der Regel ganz gut das Feedback von der Person lösen kann. Also das ist nicht bei allen Leuten, aber bei manchen dann eben dabei hilft, dass sie sich nicht so schnell angriffen
schon fühlen. So von wegen, ich greife nicht dich als Person an und sage, du bist falsch, du bist kacke, weil du X gemacht hast und deswegen will ich nicht mehr mit dir reden, sondern ja, und du hast X gemacht, das hatte B zur Folge und deswegen solltest du irgendwie da vielleicht nochmal drüber nachdenken, ob du das beim nächsten Mal wieder so tun würdest. Also Feedback, super wichtig. Was aus meiner Sicht für Feedback auch ganz wichtig ist und auch wieder diese, keine Ahnung, 6 Monats, einmal im Jahr Regel und widerspricht, ist einfach, das Feedback sollte eigentlich nie eine Überraschung für die Person sein. Also wenn man es einigermaßen zeitlich nah an dem eigentlichen, wann es passiert ist, ja, das Feedback gibt, dann sollte es, also ist es vielleicht etwas, oh, ja, so habe ich das noch gar nicht gesehen, auf diese Art und Weise eine Überraschung, aber es ist nicht eine Überraschung im Sinne von, ja, krass, jetzt habe ich mich irgendwie die letzten 3 Monate so und so verhalten und ich wusste gar nicht, dass du das irgendwie so doof findest oder dass es irgendwie diesen und jenen Impact hatte. Das sollte irgendwie nicht passieren. Das hat wahrscheinlich schon, also es ist leider sehr weit verbreitet, wie gesagt, gerade im Zusammenhang mit Performance Reviews. Das haben wahrscheinlich die meisten von euch schon mal erlebt und ja, hat sich irgendwie ziemlich wahrscheinlich irgendwie nicht gut angefühlt, ein halbes Jahr später zu erfahren, dass man eigentlich irgendwie von einem halben Jahr was hätte ändern können, aber jetzt irgendwie nicht mehr. Ein weiterer Schritt, und da sind wir dann schon wieder so ein bisschen bei Agile, oder eine weitere Praktik, die zu Engineering Management gehört, ist aus meiner Sicht ja, Facilitation, Unterstützung, Anleitung hin zu Selbstorganisation. Also dass man nicht ein Team hat, ein Team ist, in dem der Manager eben oder die Managerin immer sagt, was Sache ist, was nicht irgendwie auf Micromanagement hinausläuft, sondern eben in Richtung von selbstorganisierten Teams, also dass Teams vor allen Dingen natürlich fachliche Themen möglichst selbstständig entscheiden und irgendwie der oder die Managerin nicht mehr sagen, so von wegen, so, wir benutzen jetzt Kubernetes, sondern dass die Leute es selbst entscheiden und sie da eben dabei unterstützen, dahin zu gehen. Und dafür ist es dann eben wichtig, transparent zu machen, was sind denn eben die Regeln, was sind denn vielleicht die Standards, die wir für bestimmte Aspekte unserer Arbeit haben, wie zum Beispiel Code oder Systeme oder eben auch bestimmtes Verhalten. Also ist eben nicht in Ordnung, Leute wegen ihrer sexuellen Orientierung irgendwie blöd zu kommentieren oder sie irgendwie deswegen abzuwerten sogar. Also dass man sich auch darüber unterhält und sagt so von wegen, was wollen wir denn als Team, was akzeptieren wir denn als Verhalten, und dafür eine Struktur zu geben. Da sind wir bei, was ich ganz am Anfang sagte, was Management eigentlich aus meiner Sicht ist. Da dem Team dabei zu helfen, dass seinen eigenen Weg findet und eben, wie gesagt, all diese Dinge selbst organisiert setzen kann. Genau. Gibt es schon viele Meinungen zu. Ein weiterer Schritt und einer, der klassischerweise auch immer so wunderschön übergangen wird oder den alle irgendwie super schwierig finden, ist Delegieren. Und Delegieren aber natürlich nicht nur damit ich als Manager weniger Arbeit habe und ihr bitteschön alle meine Arbeit macht, weil damit ich früher ins Wochenende gehen kann oder sonst irgendwie, das meine ich nicht mit Delegieren, sondern um dem anderen Leuten die Möglichkeit zu geben, zu wachsen, um besser zu werden, um eben wirklich schwierigere, herausfordernde Aufgaben zu bekommen und die begleitet durch euch als Manager an diesen Aufgaben eben wachsen können. Und dafür sollte Delegieren hauptsächlich da sein. Das spielt natürlich auch in vieles, was ich eben schon gesagt habe, mit rein, Thema Feedback, Thema Facilitation in Richtung Selbstorganisation. Ein Teil davon ist eben auch, Aufgaben abzugeben, aber
mit dem Ziel, anderen Leuten Herausforderungen zu geben, den Leuten in eurem Team Herausforderungen zu geben. Und was das letzten Endes dann auch macht, ist, und Management ist ja, viel als Manager, Managerin wollt ihr euren Hebel vergrößern, euren Leverage. Und wenn ihr Themen auf eine Art und Weise abgebt, die nicht nur darin besteht, dass ihr die Arbeit loswerdet, sondern dass ihr andere Leute um euch herum wachsen lässt, dann verbessert es ja letzten Endes auch euren Hebel, euren eigenen Impact. Wenn die Leute um euch herum irgendwie besser, toller, stärker, größer sind, dann seid ihr und euer Team das auch. Was ihr als Manager, Managerin auch tun solltet, sind schon ganz schön viele Sachen, ich weiß. Und es steckt auch wieder in vielen anderen Sachen drin. Das ist nicht so super trennscharf, ist aber eine Autorin, die ich nachher auch noch nenne, deren Buch ich nachher noch erwähne, Camille Fournier, nennt es Workplace Guidance. Zu sagen, wie kannst du denn dann eigentlich deinen Job, den du hast, sei es jetzt Entwickler, Operations, irgendwas Administratives, wie kannst du denn deinen Job eigentlich gut machen? Also was bedeutet es bei uns in unserer Organisation, in unserem Team, den Job gut zu machen? Und wie kann die Leute dabei zu unterstützen, dass sie da hinkommen? Und weil letzten Endes, was da auch drin steckt, ist eben die Leute dann damit auch in die Lage zu versetzen, dass sie erfolgreich sind. Ein ganz großer Teil davon ist eben auch, den Kontext für die aktuelle Arbeit oder für die aktuellen Themen zu setzen und zu kommunizieren. Also zum Thema, mein Lieblingsbeispiel jetzt gerade mit Kubernetes, irgendwie jemand ist total gut darin, irgendwie Kubernetes zu pushen oder was weiß ich was. Und wenn ich als Manager aber nicht den Kontext gebe, dass wir, die Anwendung, die wir entwickeln, vielleicht nur irgendwie 100 User hat, und irgendwie nicht ein Micro, also alle anderen Teams um uns herum irgendwie keine Microservices-Architektur irgendwie haben wollen, dann schaffe ich es nicht, irgendwie meine Person in meinem Team irgendwie erfolgreich zu machen, weil ich sie in Kontext vorenthalte oder in Kontext nicht mitteile, den sie brauchen, um eben richtige Entscheidungen zu treffen. Genau, was dazu auch gehört, auf eine andere Art und Weise als das, was ich gerade gesagt habe, ist sowas wie es hätte eigentlich auch unter Facilitation stehen können, weil es letzten Endes auch was ist, was die Teams irgendwie selbst finden könnten und sollten. Eine Vision zu geben und eben beim Ziele setzen, beim Ziele finden, dann auch eben zu unterstützen. Und letzter Part, aber nicht minder wichtig, ist tatsächlich das Zuhören. Also mein klassisches Lieblingsbeispiel ist immer wieder, wenn jemand redet und ihr ertappt euch dabei, dass während die Person redet, ihr schon wieder eine Antwort im Kopf habt, dann hört ihr nicht zu. Und das ist gerade als Manager mit euren Leuten schwierig, weil dann unterhält man sich eigentlich nicht wirklich. Und das sind aber ausgerechnet die Leute, mit denen man sich richtig unterhalten sollte. Genau. Das war jetzt eine kleine Tour de force. Was sind die Praktiken, was sind die Aspekte davon, ein guter Engineering Manager, Managerin zu sein mit euren Engineering Managern gut zusammenzuarbeiten. Die erste Regel in beiden Fällen oder eigentlich immer ist, sei nett. Seid nett zueinander. Und letzten Endes haben wir die jetzt alle, ich werde sie nicht nochmal vorlesen, aber was ihr jetzt machen könntet, ist euren Zettel in die Hand zu nehmen und zu gucken, was habt ihr denn für eine Challenge aufgeschrieben und würde euch spontan, wenn ihr sozusagen diese Praktiken nochmal lest oder jetzt lest, die ich gerade eingeführt habe oder beschrieben habe, würde euch irgendwas davon helfen? Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Kommt drauf an. Es deckt, wie gesagt, auch nur diesen
sehr stark den People-Teil ab. Alles, was ich, also ist natürlich irgendwie wichtig, auch nochmal irgendwie zu erwähnen, dass alles, was ich gesagt habe, funktioniert in bestimmten Kontexten und nicht in jedem Kontext. Wenn ihr zum Beispiel einen schlechten Manager habt, mit Managerin, mit wenig Selbstreflexionsfähigkeiten oder keiner Zeit für Selbstreflexion, wir wollen ja nicht urteilen, dann wird es schwierig. Dann helfen wir euch auch viele von den Sachen wahrscheinlich nicht. Was man dann trotzdem machen kann, das müsst ihr entscheiden, das kann ich nicht hier behandeln. Und natürlich, vieles von dem, was ich gesagt habe, funktioniert natürlich auch für so jemanden wie mich. Funktioniert vielleicht nicht für jeden, also gerade für Leute in, ich sag mal, weniger privilegierten Positionen. Und letzten Endes steckt natürlich hinter Management auch noch viel mehr als das, was ich beschrieben habe. Aber das habe ich ja auch schon gesagt. Ja, und in diesem Sinne erstmal Dankeschön fürs sehr geduldige Zuhören. Und wie gesagt, es gibt, wenn ihr noch weiter reinschauen wollt in das, was ich sozusagen gesagt habe, das erste Buch, Manager's Path, ist von Camille Fournier, habe ich schon erwähnt, ist sehr klein, sehr gut, sehr viel Inhalt auf sehr wenigen Seiten, könnt ihr sehr schnell lesen, ist wirklich für nicht nur Manager, auch wenn es im Titel steht, einfach super, super geniales Buch. Tyranny of Structure Lessons, habe ich schon erwähnt, ist auch sehr, sehr hilfreich, weil sie führt das natürlich nochmal viel besser aus, als ich das irgendwie mit diesem kleinen Zitat machen konnte. The Will to Change, Buch von Bell Hooks, einer Feministin, auch ein sehr, sehr gutes und mein Mind hat es damals sehr stark geblown. Lege ich jedem ans Herz. High Output Management ist einer so dieser super, super Klassiker von Andy Grove, einem der Intel-Gründer. Leadership and Self-Deception und Turnership Around sind so ein bisschen allgemeinere Leadership-Sachen, die aber auch sehr hilfreich sind. Genau. Vielen Dank und dann können wir gleich. Gerne noch Fragen klären, wenn ihr möchtet. Ja. Ist. Hallo. Ja. Ich war mir nicht sicher, ob du es am Anfang gesagt hast. Du hast gerade öfter gesagt, in deiner Position. Was ist deine Position? Bist du Manager oder Entwickler oder? Derzeit bin ich freiberuflicher Berater, aber war die letzten x Jahre Manager, genau. Okay, in welchem Bereich? Also nur um so einen Kontext zu bekommen von der Arbeit, die du gemacht hast. Also meinst du im Bereich Softwareentwicklung oder wie? Oder die Art der Firma? Oder? Ja, beides, ehrlich gesagt. Beides, also ja. Also ich war von... 2013 bis 2017 CTO von einem kleinen bis mittelgroßen Startup hier in der Gegend, Warmo. Habe da von Anfang an das Team aufgebaut und eben ja, das einfach die ersten 4 Jahre lang gemacht, also alle möglichen Sachen gemacht und umfasste damals natürlich dann Softwareentwicklung bis hin zu Operations-Themen und auch davor war ich schon etliche Jahre als Teamlead in Agenturen zum Beispiel tätig. Okay, cool, danke. Okay, dann danke euch fürs Zuhören, wie gesagt, und können gerne noch diskutieren gleich.